Hallo und herzlich willkommen zum Fastenimpuls. Das Wort des heutigen Tages finden Sie im vierten Kapitel des Briefes an die Epheser. Lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Das war schon immer so. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein nicht nur in der Kirche weit verbreiteter Satz, den sicher viele Menschen nicht mehr hören können, mich eingeschlossen. Ist etwas gut und richtig, nur weil es immer so war? Wohl kaum. Als Papst Franziskus im Oktober 2021 das zweite Startsignal für die Weltsynode der katholischen Kirche gab, sagte er: Wir dürfen uns nicht hinter unseren Gewissheiten verbarrikadieren. Und auf der Internetseite zum synodalen Weg heißt es: Die Kirche in Deutschland braucht einen Weg der Umkehr und Erneuerung. Wohl wahr. Aber mal ehrlich, wie oft sind wir Menschen in unseren Gewohnheiten und Denkmustern gefangen? Wie oft denken und handeln wir nach dem immer gleichen Schema? Es braucht viel Geduld, Mut und Durchhaltevermögen, um Veränderungen herbeizuführen. Wie für uns persönlich, so gilt auch für die Kirche. Wir dürfen dabei auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen. Und Veränderungen sind möglich. Schauen wir doch beispielsweise auf die Initiative Out in Church, die im Januar dieses Jahres durch ihr mutiges Voranschreiten zu einem Umdenken in der katholischen Kirche und zur Erneuerung der Glaubwürdigkeit und Menschenfreundlichkeit beigetragen hat. Den Horizont zu weiten, das Denken zu erneuern, andere Ideen, Fragen und Antworten zuzulassen, das ist die Herausforderung, der wir uns persönlich und auch als Kirche stellen sollen. Ein Weiter so wie bisher bedeutet Stillstand. Und aus dem Bibelvers des heutigen Tages können wir wohl ablesen, dass Stillstand nicht gewollt ist. Also lassen wir uns erneuern durch den Geist in unserem Denken.